willkommen bei Bewusst.tv. Ich habe Dieter Bröers hier zu Gast in meinem Wiener Hotelzimmer und wir wollen über den Megawave reden. Dieter, du hast das Patent für dieses Gerät, was ja schon Anfang der 80er Jahre erteilt wurde, auf Bewusst.tv vor kurzem zur Verfügung gestellt, öffentlich gemacht. Ja. Warum hast du das getan und worum geht es dir heute? Du möchtest da ja einiges richtigstellen und erweitern und präzisieren. Ja. Also ich habe das Patent zum einen offengelegt, weil es erstmal erkennbar macht, dass es da überhaupt etwas gibt. Man findet im Internet ja gar nichts darüber, außer eine Meinung, so deklariert man das, was dann von mir kommt, und ich hielt das überwiegend für eine Spinnerei. Das ist ein persönliches Befinden natürlich. Kann man mir durchaus auch anlassen, sagen, okay, das ist jetzt eine persönliche Ego-Geschichte vielleicht auch, der Rechtfertigung. Aber viel wichtiger ist ja, dass dieses Verfahren letztlich, was es schon so lange gibt, was dadurch eigentlich auch eine ganz andere Glaubhaftigkeit und Dynamik bekommt, indem man nachweisen kann, das gibt schon fast 30 Jahre oder eigentlich schon de facto 30 Jahre und wir hören nichts davon. Und die Patienten gibt es nach wie vor und wahrscheinlich sogar noch mehr. Und dass das Gerät im Grunde genommen nicht in jeder Praxis steht, ist eigentlich kopffahrlässig, sage ich mal ganz vorsichtig. Und so war das mehr oder weniger auch ein kleiner Schachzug von mir, dass ich sagte, okay, gib es an die Öffentlichkeit, stell es einfach frei, damit die Leute sehen, ah, es gibt es tatsächlich und es gibt schon sehr lange. Und in der Beschreibung, dem Text des Patentanwalts, das entspricht 1:1 auch der Anmeldung dann später und der Erteilung des Patentes als Europapatent 1986. Das braucht in der Regel ein paar Jahre, bis es dann erteilt wird. Und dass die Leute sehen, es handelt sich wirklich um dieses Verfahren, denn im Internet findet man nichts drüber. Dadurch schon gekennzeichnet, dass es oder erklärt, dass es damals kein Internet gab, nicht wahr? Das ist ja eigentlich seit 15, 16 Jahren überhaupt so, dass man darüber sagen kann, man findet Studien zum Beispiel, die man dann selbst ins Netz stellt, in diesem Zeitraum, Zeitfenster letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre, aber davor eben nicht. Und diese Forschung ist ja eben größer gleich dem Zeitfenster von 20 Jahren. Von 1980 letztlich bis 1992 waren eigentlich die wesentlichsten Forschungsprojekte dann auch hier unterbrochen worden zum Schluss. Das wissen wir. So, und warum wir diese Geräte nicht in den Praxen sehen, mag zum einen daran liegen, dass es wahrscheinlich, oder davon gehe ich einfach aus, gegen Interessen anderer, ich sage mal der Pharmazie zum Beispiel, verstößt. Das könnte man durchaus ableiten. Ich will aber da nicht weiter mehr zu sagen. Irgendeinen Grund muss es ja geben. Das ist also durch alle Möglichkeiten, die man sich so eigentlich gar nicht richtig ausdenken kann, die aber dann in Erscheinung getreten sind, verhindert wurde, dass das Gerät eigentlich tatsächlich wie es sein sollte. Zumindest bekannter ist, als es jetzt der Fall ist. Und so hat also eine Erteilung des Patentes wenig dazu beigetragen, dass es also irgendwie auch dahin kommt, wo es eigentlich ja hingehört, an den Patienten. Mit der ja Besonderheit, dass das hier keine palliative Medizin ist, wie ja die Medizin im Grundsatz ja fast schon so ist. Die Schulmedizin. Die Schulmedizin, genau. Und hier gehen wir ja genau den Weg, das ist ja das Besondere, dass über die Befeldung dieses Gerätes, wiederhole ich kurz, sendet bestimmte elektromagnetische Felder aus im Hochfrequenzbereich, die werden dann niederfrequent und moduliert und führen das Gehirn des Patienten in diesem Falle in eine Bewusstseinslage, dass er erkennen kann, warum er überhaupt krank geworden ist, warum er diese Krankheit bekommen hat. Und über diesen Erkenntnisprozess löst sich dann sehr oft dieses Bild auch wirklich aus. Das heißt, es ist wirklich ein Ansetzen an der Ursache. Das ist ein Ansetzen an der Ursache. Und das wäre eigentlich das klassische Heilungsprinzip. Ja. Nicht wahr? Alles andere wäre ja fast alles andere, was ich so kennen würde. In der Schulmedizin wäre ja palliativ. Nicht wahr? Also auch mal mit Nebenwirkungen behaftet und so weiter. Weil was nützt es, ich sage es mal ganz brutal, wenn man einfach nur einen Tumor wegschneiden, bringt gar nichts. Der wächst wieder nach, nicht wahr, wenn die Ursache des Wachstumsprozesses überhaupt nicht eliminiert wird. Und das wäre sehr ein vereinfachter Grundmechanismus. Gut, ich möchte weniger auf die Indikation eingehen, aber wenn man einmal erkennt, dass das Hauptaugenmerk dieses Gerätes vom Verfahren her darin besteht, dass durch diese Frequenzen von dem Gerät ausgehen, Menschen in diesen bewusstseinsverändernden Prozess hineingeführt werden, nicht wahr, dass sie eben erkennen, warum sie krank geworden sind, dass das dann auch die Frage beantwortet, warum das wie ein Zauberkasten daherkommt, bei so vielen Indikationen, sprich Krankheitsbildern, so erfolgreich ja auch ist. Nicht wahr? Weil auch da, in fast allen Krankheitsfällen, möchte ich sagen, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, selbst ein Unfall hat eine Ursache. Ja. Nicht wahr? Also das lassen wir mal dahingestellt. Aber im Grunde genommen die klassischen Krankheitsbilder, die man dann auch als chronisch vor allem bezeichnen kann, die haben schon mit Sicherheit eine Ursache auch im psychischen
Wirkumfeld. Das erkennen wir immer wieder. Klar, unsere Gedanken sind ja das, was die Erschaffer der Realität und unseres Körpers natürlich ganz genauso. Ja. Gut, also ich habe das Patent reingestellt, um erstmal darauf aufmerksam zu machen, um zu markieren, dass es das überhaupt gibt, dieses Verfahren, und dass es etwas Ernsthaftes ist und nicht irgendwie so ein Hobby von einem vielleicht wild dahergekommenen, fantasierenden Hobbywissenschaftler, wie man mich ja auch da teilweise auch nennt, sondern das ist also ein recht mit einem großen Fundament behaftetes Verfahren. Und unabhängig von den klinischen Studien, die wir dann später weitergeführt haben, die sollen jetzt hier heute zu kurz kommen, weil da wurde ja schon einiges von mir drüber gesagt, ist es jetzt so, vielleicht noch in diesem Sinne, es ist ja auch sicherlich kein Zufall gewesen, dass diese klinischen Studien, die Studien, die an 11, teilweise sogar 12 Universitäten durchgeführt wurden, gerade bis 1992, wir auch nichts von hören. Also wenn es da Veröffentlichungen gibt, die gibt es natürlich, da bin ich auch teilweise Erstautor und Co-Autor, das sind diese zitierfähigen Arbeiten, die man dann auch aber nur in wissenschaftlichen Journals findet und ansonsten eben im Internet nicht, nicht wahr? Weil sie damals nicht eingescannt wurden, weil es sowas gar nicht gab. Die sind einsehbar in Medline, das sind das die heißt, Datenbanken. Du bist deiner Zeit zu weit vorausgesetzt, dass es nicht im Internet erscheint. Insofern wird es mir natürlich immer wieder vorgegangen und sagen, ja, ich finde ja nichts, nicht wahr? Weil das damals einfach nicht eingearbeitet wurde. Da würde ich gar nichts Konspiratives unterstellen. Das ist einfach so. Ich selber habe es versäumt, das zu tun. Und habe das aber nachgetragen jetzt. Sodass also alle Wo diese kann man das jetzt finden? Auf unserer neuen Homepage. Ich baue da gerade eine neue Homepage auf, eine Webseite, die eben dieterbröss.de relativ einfach und ungeschminkt klar bei den Fakten bleiben soll. Mhm. Und eben Dieterbröss als Wissenschaftler erstmal in den Fundamenten darstellt. Das ist ganz wichtig, denke ich. Weil viel zu viel Unsicherheit bei so vielen meiner Leser ja auch entsteht, zu sagen, also ist der denn überhaupt kompetent, über dieses Kernthema Transformation der Erde was zu sagen? Denn sein Hauptansatz besteht ja darin, dass er behauptet, dass aus dem Kosmos, primär von der Sonne, bestimmte elektromagnetische Felder ausgehen, die unser Bewusstsein verändern, die einen Erkenntnisprozess einleiten. Das sage ich aus dem Grunde, weil ich eben lange geforscht habe an Probanden und Patienten natürlich, die unter diesen Feldeinflüssen standen, die dann erkennen konnten, was mit ihnen war, ein Erwachen sozusagen auf einer anderen Art. Nur deswegen fühle ich mich aufgerufen, da etwas drüber zu sagen. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Bücher oder sogar einen Film darüber zu machen. Gut, und jetzt gibt es ja die Technik für das Gerät. Ja. Das Gerät war jetzt lange Zeit, oder einige Zeit zumindest, man konnte es nicht kaufen. Wir sind natürlich bei Bewusst-TV auch immer wieder gefragt worden, wo kann man es denn kaufen und ab wann wird man es denn kaufen können und so weiter. Mhm. Jetzt haben wohl auch der Resonanz nach zu urteilen, viele Leute angefangen und versucht, dieses Gerät nachzubauen. Ja. Und da ist es dir ganz wichtig, dazu auch etwas zu sagen. Ja, weil man muss nicht das Rad zweimal erfinden, könnte man zum einen das jetzt deklarieren, was jetzt von mir kommt, zum anderen sich auch eine Menge Mühe und Zeit ersparen und Kosten natürlich auch. Also den Weg, die Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade diesbezüglich der Bauart, den muss man nicht wiederholen. Nicht wahr? Also fange ich mal allein damit an, dass es ein medizinisches Produkthaftungsgesetz gibt und eine EU-Norm in der Medizintechnik, in der Gerätschaft. Und die ist relativ hart ausgelegt und einheitlich natürlich auf die EU-Länder. Und wer eine solche Zulassung nicht hat und nur sehr wenige Geräte, fast kein Magnetfeldtherapiegerät, hat eine solche. Diese Gesetze sind erst seit ein, zwei Jahren überhaupt in Kraft. Da wird also tunlichst darauf geachtet, wer diese Zulassung hat. Und nur der darf dann so ein Gerät überhaupt einsetzen, respektive auch noch verkaufen. Das ist ja dann noch eine andere Geschichte, die noch fahrlässiger wäre, wenn jemand das also einfach übersehen würde. Also da alleine um mit dem gesetzlichen Konflikt zu kommen, muss ich davor warnen. Dieses Gerät hat es jetzt erst nach so vielen Jahrzehnten geschafft, die eigentliche Zulassung des Gerätes auch als klinisch anerkanntes Gerät, weil eine klinische Studie zum Beispiel tatsächlich eine Voraussetzung hier dafür war. Und wir wissen alle, was eine klinische Studie heute kostet. Ist der Ethikausschuss dabei und so weiter und so weiter. Und dann wird, naja, gut, das lassen wir mal außen vor, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. So wird schon selektiert, nicht wahr? Dass das überhaupt hier möglich war, haben wir im Grunde genommen nur einem wunderbaren Mediziner zu verdanken, für mich auch ein Held auf seiner Art, Professor Pries, nicht wahr? Chefarzt und Kardiologe, der seit vielen, fast 20 Jahren übrigens, mit diesen Geräten arbeitet und davon, ich glaube, 30 Geräte im Einsatz hat. Und die Geräte, diese Mega-Wave-Geräte, die Generation, die er hatte, waren dahin ausgelegt, dass sie ganz bestimmte Indikationen bedienten. Soll heißen,
die eigentliche Studie, die er damit durchgeführt hat und die auch anerkannt wurde und heute sozusagen auch uns ermöglicht, mit diesem Gerät ganz offiziell auf den Markt zu kommen, ist am Krupp-Krankenhaus Essen, Universitätskrankenhaus Essen, durchgeführt worden. Also die Studie wurde finanziert von der Professor Beitz Stiftung, das ist ja die Krupp-Stiftung, zu der auch das Krankenhaus selber gehört, und diese Studie hat natürlich großes Aufsehen erregt, weil sie einfach mal in ihren Ergebnissen so wunderbar war. Aber eben auch schon vor etlichen Jahren. Natürlich, auch das liegt schon wieder zurück. Und auch jetzt erfahren wir eigentlich so gut wie nichts über diese ganzen Ergebnisse. Aber das sind ja jetzt eher formale Gründe gewesen, zu warnen davor, dieses Gerät zu bauen. Du hast aber auch noch andere Gründe. Genau, das ist jetzt mal der juristische Hintergrund. Also da hätte man sofort eine Handhabe, in Erscheinung zu treten. Zumal die Nachweisbarkeit, die Messtechnik, die es heute gibt, die ist nicht mehr so wie früher. Da sind Funkwagen durch die Straßen gefahren und haben so auf Schwarzsender geachtet. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. In meiner Generation, in meiner Zeit, da war das noch bekannt. Ich war so Amateurfunker, die so heimlich mal was probierten. Ich gehörte da übrigens zu. Und vor denen hatten wir richtig Angst. Na gut, also das gibt es heute nicht mehr. Heute ist es so, dass das über ein spezielles Upscan-System innerhalb von Sekunden erkannt wird. Wo welche Örtlichkeit, also wirklich auf einen Meter genau geradezu. Ja, das erleben ja auch, also ich habe es zum einen selber erlebt, als auch aus meinem Umfeld. Es ist ja, dieses Gerät produziert ja Schwingungen, die eben einem sehr hohen Meditationszustand entsprechen. Ja. Und ich kenne etliche Leute, die erlebt haben, wenn sie in einer ganz tiefen Meditation waren, dass dann auf einmal draußen schwarze, nicht gekennzeichnete Hubschrauber vorbeiflogen und mal sozusagen gesagt haben, hallo, wir sehen dich. Sodass ganz deutlich ist, wir werden im Grunde auch gescannt, dass wir ja mit der Schwingung nicht so hoch gehen. Und da dieses Gerät in diesem Bereich fällt, fällt es eben auch auf. Also ich habe zwei Mediziner, die das tatsächlich erfahren haben. Die haben das Gerät aus der Praxis am Wochenende mit privat nach Hause genommen, haben da eine Gruppenmeditation dann durchgeführt und da ist sowas passiert. Ja. Ich fand das sehr, sehr, sehr merkwürdig und skurril. Und sollte das wirklich so sein, alle Achtung. Also darüber habe ich jetzt noch nicht mal daran habe ich gar nicht gedacht. Aha. Sondern mir geht es darum, dass alleine aus FTZ-Zulassungsbestimmungen, nicht wahr? Das ist ja ebenfalls eine Behörde, eine Institution mit Weltrecht, wenn man so will. Das wird uns auch von der von den Vereinigten Staaten und den USA diktiert geradezu, welche Frequenzen für welche, in welchen Bändern für welche Anwendung freigegeben werden. Da ist also reglementiert, da ist der Polizeifunk, da sind die Amateurfunker. Und das dann Rundfunk und Fernsehen und so weiter. Und das wird auch in den Intensitäten dann auch, da wird dann auch noch hingeguckt, mit welchen Leistungen darf da gearbeitet werden. Und interessant ist, dass gerade dieser Anwendungsbereich, diese Frequenz von 150 MHz, die ja so bedeutsam ist, weil sie die Resonanzfrequenz einer DNA oder der Resonanzfrequenz der DNA entspricht, genau die ist verboten sozusagen, also vorbehalten für Satellitennavigation und für Naval Research. Nicht wahr? Das kann man, ist Militärforschung, genau. Was man auch immer damit macht, jedenfalls war es damit unmöglich, diese Frequenz zulassen zu bekommen. Und das hat alleine dieser Vorgang hat über 10 Jahre gedauert und wir sind dann mit einem kleinen Trick, ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen, dann doch in die Lage versetzt worden, dass wir das machen durften. Ja, jetzt gibt es aber ja auch noch, also du hast mir im Vorfeld erzählt, ein wichtiger Grund zu warnen davor, jetzt dieses Gerät zu bauen, ist jetzt nicht nur, dass es Kräfte gibt, die das nicht wollen, sondern du selber hast ja auch deine Erfahrungen gemacht mit diesem Gerät, dass es eben wirklich sehr wirkungsvoll ist und dass man auch unerwünschte Wirkungen erzielen kann, wenn man sich nicht auskennt. Ja, in der Tat. Das ist war auch mit das ein Hauptanliegen, warum ich ein bisschen nachgeholfen habe, dass dieses Gespräch zustande kommt. Denn ich muss sagen, ich habe die ersten 10 Jahre 3, eigentlich sogar 4 Firmen verschlissen. Nicht wahr? Also das erste Gerät, die Prototypserie, das waren eigentlich nur 2, habe ich selber gebaut mit einem Radiotechniker, glaube ich. Radio- und Fernsehtechnik hieß das früher, so heißt es wahrscheinlich heute noch. Das war sehr abenteuerlich und damit haben wir aber erst unsere ersten In-Vitro-Versuche durchgeführt. Das waren also gar nicht, mit Patienten hatten wir noch gar nicht sagen, gut, durften wir ja auch gar nicht. Sondern Zellen. Das waren einfach Zelllinien, genau. Nervenzellen. Ja, und nur vor allen Dingen am Anfang ist Charcot. Da kann man also konnten wir Stoffwechselprozesse über Warburgsche Atmungsprozesse und so weiter, konnten wir das relativ billig und einfach, konnten wir absichern, eine kleine Statistik aufbauen. Wirkt es überhaupt und mit welchen Frequenzen am besten und so weiter. So fing das mal an. Das war 81. Und dann habe ich gemerkt, ups, da gibt es ja wirklich was Spannendes. Und dann hat ein befreundeter Mediziner gesagt, also lass mir das Gerät doch mal, du fährst jetzt in den Urlaub einfach für 4 Wochen hier.
Und dass der dann in der Zwischenzeit damit Patienten behandelt hat, hat er sich natürlich unterscheiden lassen, fing eigentlich dieses Phänomen oder dieses, ich denke mal, diese Fügung, ja, von oben gefühlt, dass dieser Dr. Busabi, so hieß er damals, bedauerlicherweise lebt er nicht mehr, einfach den Mut gehabt hat, gesagt, ich nehme jetzt dieses Gerät an zwei austherapierten Patienten. Nicht wahr? Einer ersten 32 oder 33 Jahre alten Frau, die mir dann später auch vorgestellt wurde, die austherapiert war. Ich will jetzt nicht so genau in die Indikationsbereiche hineingehen, aber da war in diesen 4 Wochen, als ich zurückkam, waren schon hochauffällige Veränderungen im Sinne eines Verbesserung, ja, im Sinne der Heilung. Also das ist hochdramatisch gewesen. Kam dann kurz ins Ärzteblatt und daraufhin hat dann die Ärztekammer mit einem Professor Schäfer damals als Präsident ganz fürchterlich darauf reagiert und mit Approbationsentzug und möglicherweise Kassenzulassungsentzug gedroht. Das Schreiben liegt mir immer noch vor übrigens, an Dr. Busari gerichtet. Er musste erstmal die klinische Studie nachweisen, bevor er solche Geräte einsetzt. Das lasse ich mal unkommentiert im Raum stehen. Was mein Kernthema jetzt hier ist, ist, dass dieses Gerät, was ich erst ein Vierteljahr später rausbekommen habe, als es dann an Patienten immer mehr eingesetzt wurde, wir daraus eine erste richtige Serie gebaut haben, dann 10 Geräte, haben wir festgestellt, dass es sehr schwierig war, diese Frequenz stabil zu halten. Also diese 150 MHz gibt es nicht irgendwo durch irgendwelche Oszillatoren, die man vielleicht als Bausatz kaufen kann. Es gibt es für fast alle Frequenzen, aber eben 150 MHz, aus den Gründen, wie wir eben erfahren haben, natürlich nicht. Naval Research. Das muss man wirklich spezial anfertigen lassen und insofern haben wir dann später versucht mit Quarzen, also eine quarzgesteuerte Anlage aufzubauen, die dann natürlich die Eigenschaft hat, dass die Frequenz stabil bleibt. Denn vorher sind uns die Frequenzen immer weggelaufen. Also das, was man so sich einfach dahin denkt, das hatten wir am Anfang auch ganz naiverweise so gedacht, es gibt ja Frequenzgeneratoren, da kann man ja jede Frequenz einstellen. Nehmen wir mal solche Generatoren, die haben wir wirklich gekauft. Und haben einfach die 150 MHz eingestellt und dann so ein bisschen einen kleinen Nachbrenner rein, so ein bisschen, dass wir an die Leistung was machen können. Und die dann natürlich moduliert, nach der Art, wie wir das erfahren haben, wie es wirkungsvoller ist. Und aber festgestellt, das ist auch irgendwie, warum auch immer, damals habe ich es nicht durchschaut, nicht richtig funktionierte. Es waren die Effekte mal da und dann waren sie wieder nicht da. Also dann haben wir später festgestellt, ich nehme das mal vorweg, dass also hier auch parasitäre, da habe ich dieses Mal erfahren, dass parasitäre Wellen und Felder sind und vagabundierende Felder, das heißt wirklich so, das ist ein standardisierter Ausdruck in der Hochfrequenztechnik. Das wissen Hochfrequenzingenieure sehr genau, aber das wissen die reinen Nachrichtentechniker nicht so. Die wahrscheinlich auch noch, aber nicht die Radio- und Fernsehtechniker. Du wusstest es eben. Das wusste ich auch nicht, ja. Und das wussten selbst die Leute nicht, die die erste Serie gebaut haben. Die war eigentlich Schrott. Die konnten wir also einstampfen. Dann gab es eine Firma, da haben wir gesagt, okay, gehen wir zu den Profis. Dann haben wir uns eine Firma ausgesucht, die schon Geräte gebaut hat, Magnetfeldtherapiegeräte. Und da auch einen eigenen Vertrieb schon hatte. Und die haben dann ihre wirklich guten Leute dran gesetzt und haben auch ein halbes Jahr gebraucht an richtiges Back-Engineering. Sagen wir mal ein, was heißt Back? Man hat das also modifiziert, verbessert, im Sinne der Stabilität, nicht wahr? Und dann also auch eine Menge Geld investiert. Das muss ich sagen, da ist eine ganze Menge Geld reingeflossen. Und diese Geräte haben dann mal wunderbare Effekte erzielt. Da haben wir wieder das Problem gehabt, dann liefen die Frequenzen mal wieder weg. Also die Firma hat letztlich so große Probleme gehabt, ich weiß nicht, ob es dann letztlich der Grund war, heute gibt es die nicht mehr. Jedenfalls musste ich mich nach einem Jahr von dieser Firma trennen, weil es einfach von hinten und vorne nicht funktioniert hat. Bin dann zu der nächsten, wieder zu einer anderen Firma, dass ich dachte, die wird es hinkriegen. Also ich habe in der Tat nachweisbar 4 Firmen geradezu verschlissen, die sich alle am Anfang sehr groß getan haben, gesagt, also wir kriegen das schon hin. Und immerhin, es ist ja auch so, die ganzen Fälle, die wir jetzt haben, die dokumentierten Fälle der letzten 30 Jahre, spektakulärer Art, das sind natürlich, ich sag mal so, um überhaupt eine, zumindest eine Größenordnung anzugeben, zu 60-70% haben diese Felder, waren sie relativ stabil. Nicht wahr? Aber es war dann doch so, es war zu unberechenbar. Diese Rest 40%, es war es dann auch so, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht und in eigenen Fällen sogar das Gegenteil. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Und das wird jeder auch erkennen. Denn das wollen wir nun auf keinen Fall. Dieses Gerät ist in der Tat so wirkmächtig, dass es auch nicht nur darum geht, es wirkt oder es wirkt nicht, sondern es kann durch die weglaufenden hochfrequenten vagabundierenden also auf einmal Felder, ganz andere Frequenzen, genau, ja, die dann moduliert werden durch das Elektrosmog-Umfeld,
Das ist ja bedauerlicherweise sehr überlagert. Wo man praktisch dann den Elektrosmog verstärkt. Verstärken wir den mit rein. Und da haben wir dann wiederum lange, lange gebraucht. Und ich war dann damals dabei und gesagt, also okay, ich schmeiß das Handtuch. Also vielleicht ist es eine Entwicklung, die eben irgendwann mal kommen wird, aber jetzt eben noch nicht möglich, technisch nicht möglich. Und da erinnere ich mich noch dran, wir waren damals an der Uni, mit der Uni Braunschweig, glaube ich, ja genau, und der Freien Universität Berlin, auf der Medica, das ist die medizinische Fachmesse in Düsseldorf. Da haben wir ausgestellt und hatten das auch als Neuheit deklariert. Dann haben wir also einen Sessel hingestellt und haben links und rechts einen Wassereimer mit entsprechender warmer Temperatur und mit einer kalten Temperatur, hat das MegaWave, die Applikatoren am Hinterkopf, Mastoid, wie es so schön heißt, appliziert und dieses Gerät ein bisschen daneben gestellt. Und da durfte sich jeder mal so kurz da reinsetzen. Wichtig war, dass man auch ein kleines EEG-Gerät angesetzt hat, also ein paar Elektroden. Und dann konnte man sehen, was da passiert im Gehirn quasi an Aktivitäten. Und jeder Mediziner, die Medica ist ja in der Regel für Mediziner ausgelegt, weiß, dass wenn man das hier macht, nicht wahr, die Hand links und rechts reinlegt in verschiedenen Temperaturen, sofort der Hypothalamus, nicht wahr, als Thermoregulationszentrum ja auch bekannt, reagiert. Und das macht man erstmal ohne das Gerät, dass man das Gerät nicht einschaltet. Und sieht man, das Gehirn braucht eines gesunden Menschen ungefähr 10 Minuten, um sich wieder zu normalisieren, um mal eine Größenordnung zu nennen. Und mit dem Gerät hat sich das innerhalb von wenigen Sekunden sofort normalisiert. Wir hatten damals irgendeinen Effekt gesucht, um den Skeptikern zeigen zu können, dass dieses Gerät überhaupt wirkt. Das hat ja nichts mit der Heilung zu tun. Das ging ja damals schon darum, überhaupt zu sagen, wirkt denn das überhaupt? Einfach auf der Symptom- und das hat viele beeindruckt. Und genau am Nebenstand gab es eine Firma aus Berlin, und wir waren natürlich aus Berlin, ich kannte sie nicht, ganz unscheinbar im Grunde genommen. Und die wurde uns, obwohl wir schon 2 Tage nebeneinander sozusagen auf Kuschelnähe waren, machten wir also nur mal so ein Hallo, wie man das so macht auf den Messetagen, aber mehr war da auch nicht an Kommunikation, kam ein Zuschauer zu uns an den Stand von der Fraunhofer Gesellschaft, nicht wahr? Und mit dem kam ich ins Gespräch, wir erzählten über diese, ich sag mal, Hindernisse, Probleme, diese Stabilitäten, und er sagte, wissen Sie, wo das Fraunhofer-Institut nicht mehr kann, haben wir Erfahrung, ich komme nämlich gerade von diesem Stand hier, gehen wir zur FM-Elektronik Peter Feucht aus Berlin. Das ist ein Ingenieurbüro, das entwickelt für Siemens Medizintechnik die Geräte und so weiter und so weiter. Das sind also, wenn jetzt jemand schafft, dann die. Also war es relativ leicht, einfach mal kurz rüber zu gehen. Und so hat sich das so rein angebahnt sozusagen, diese Verbindung. Und der Inhaber selber, der dort gar nicht zugegen war, sondern eben nur die Ingenieure, war sehr skeptisch, der dann am Anfang sagte, also naja gut, nur auf Anraten der Prokuristin, die sich mit mir ein bisschen angefreundet hat auf der Messe, habe ich die Chance bekommen, diesen Menschen überhaupt mal zu Gesicht zu bekommen, diesen Peter Feucht als Chefingenieur und Geschäftsführer dieser Firma, die es schon seit 1972, glaube ich, gab. Er sagte, wissen Sie, für mich ist das alles Placebo, das hat auch seine Bedeutung, aber dass das so wirken kann mit den Verflussdichten, mit den Feldstärken, glaube ich nicht. Ich selber bin im Hochfrequenzbereich ein Spezialist. Sehr viele meiner Innovationen gehen in diesem Bereich. Gerade in der Medizin ist es eigentlich undenkbar. Ja, wie es dann das Schicksal so will, ist es dann tatsächlich passiert, dieser Mann hatte ein gesundheitliches Problem und nichts wirkt mehr und überzeugender, als wenn man selber von so einer, sich sozusagen, wenn man erfährt am eigenen Körper, was so ein Verfahren tatsächlich zustande bringen vermag. Und da ist es mal, an zweiter Stelle, wie es funktioniert. Man hat lange nicht gewusst, wie eine Aspirintablette wirklich funktioniert, lange nachdem die Patentrechte übrigens abgelaufen sind. Heute weiß man das, damals nicht, es hat aber funktioniert und die haben auch gut verkaufen können. Also gut, Peter Feucht hat das zumindest zum Anlass genommen und sagt, also ich baue zumindest mal eine Serie auf und gucke mir das Gerät aber natürlich erstmal an. Dann hat er das geöffnet und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat er gesagt, ja, wissen Sie, so wäre das niemals gegangen. Da hätten Sie wahrscheinlich noch etliche Jahre länger mit verbracht und ich werde der Sache mal ein bisschen nachgehen. Ich kürze das jetzt ab, der Mann hat ungefähr fast ein Jahr lang nicht nur Big Engineering betrieben, sondern hat es auch geschafft, erstmal sofort die Zulassung also den Antrag zu stellen, dass diese 150 MHz auch tatsächlich legitim sind, dass wir haben ja also illegale Geräte damals mehr oder weniger gebaut. Ihr wusstet das? Wir wussten überhaupt nicht, natürlich nicht. Er sagte, habt ihr denn die Zulassung? Sag ich, natürlich nicht, nein. Braucht man die? Ja, natürlich braucht man die. Noch nicht mal die Medizingeräte, Produktverordnungsgesetze und so weiter, wie die alle heißen, von denen wussten wir ja auch noch nichts. Das kam ja als nächste Hürde dann. Wir haben sie aber alle genommen. Aber gut, in dem Moment war es dann so, dass er sagte, okay, dann
haben wir eigentlich nur eine Chance. Wir gehen hier in eine Sonderanfertigungsebene hinein, lassen uns die Quarze schleifen. Und zwar so genau, dass wir also mit einer speziellen Schaltung, wie auch immer sie er da hingekriegt hat, und mit bestimmten Abschirmungen dieser hochfrequenten parasitären Felder, ich verstehe nichts davon. Ein bisschen mehr noch als damals schon, das in jedem Fall. Aber es ist ihm gelungen, dieses Gerät so stabil hinzubekommen, dass zunächst mal wir Mediziner gebeten haben, ihre alten Geräte, die sie ja schon jahrelang hatten, die klassischen Megawave-Geräte, auszutauschen gegen die neue Serie MF-150. Und die wollten jetzt gar nicht hergehen, denn die hatten natürlich in ihrem 60%-Bereich, wo es dann gewirkt hat, ganz außergewöhnliche Erfolge. Und da war also fast keiner bereit, sich auf so einen Deal einzulassen. Und es ging ja nicht um ein Geschäft in dem Sinne, sondern im kaufmännischen Sinne, sondern es ging ja nur um den Vergleich der Wertigkeit und der Wirkung. Also auch das sollte ich jetzt abkürzen, da könnte ich sehr viel drüber reden, weil das hat nicht nur eine Medizin, das haben viele gemacht. Und so haben wir dann festgestellt, okay, es ist tatsächlich so, die Mediziner haben festgestellt, die eben teilweise über 10 Jahre und der eine sogar 15 Jahre Erfahrung schon hatte mit der alten Generation oder den alten Generationen. Also ich tausche die Geräte sofort aus und war dann auch bereit, entsprechende Gelder dafür zu bezahlen. Also seit dieser Zeit, das ist jetzt 15 Jahre her, kann 14,5 sein, aber um die 15 Jahre ist es her, sind die Geräte so stabil, keine Rückläufer, erfüllen vor allen Dingen alle Kriterien, nach allen Gesetzen, nach allen Auflagen, also hat die FTZ-Zulassung, hat allein das hat 10 Jahre gedauert übrigens, ich glaube 8 oder 10 Jahre, irgendwas dazwischen, jedenfalls unglaublich lang, das ist in der gesamten Geschichte der Zulassungsbehörde aus Bonn damals überhaupt noch nicht vorgekommen. Also das mal so ganz kurz am Rande, wie man sich ja wahrscheinlich auch denken kann. Nur mit einem kleinen Trick ist es dann letztlich auch erteilt worden, zugelassen worden für diese Frequenz, aber auf den Namen Peter Feucht, diesen Diplom-Ingenieur als Geschäftsführer, und vor allen Dingen auf die Firma. FM Elektronik Peter Feucht. Das heißt, die Freigabe des Patentes jetzt hatte nicht zum Ziel, dass jeder denkt, ach super, baue ich mir doch auch mal eins, sondern es ist, auch wenn das Prinzip ganz einfach ist, ist es trotzdem eine Hochtechnologie. Das ist es in der Tat. Und das soll jetzt auch so, soll jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt natürlich dann selektiv das auch aufnimmt und sagt, naja, der will das nur irgendwie rechtfertigen. Aber ich denke, wer sich wirklich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzt, wird erkennen, dass jedes Wort von dem, was ich da gerade gesagt habe, absolut stimmig ist. Es ist jetzt natürlich auch eine ganz wichtige Sache, dass man einmal erkennt, dass das Gerät dann natürlich viel effizienter ist, wenn man die neue Generation nimmt. Und die Zulassung jetzt auch noch dazu hat. Man arbeitet jetzt mit einem legalen Gerät, das heißt ein Gerät, was man auf den Markt bringen darf und was vor allen Dingen stabil ist. Ist auch fast zu schön, um wahr zu sein. Durch eine Firmenstruktur, die damals aufgebaut wurde. Ich selber war nicht in der Lage, einen eigenen Vertrieb aufzubauen. Völlig unmöglich. Sehe ich mich auch heute nicht in der Lage und auch gar nicht so aufgerufen. Also haben wir es mal versucht, im kleinen Stil, ohne einen eigentlichen Vertriebsweg, den es eigentlich wirklich nicht gab, solange es diese neue Generation schon gibt. Damals gab es die, aber eben für die neue Generation nicht. Haben wir dann versucht, einfach nur Mediziner über Mund-zu-Mund-Propaganda zu beliefern. So, und in diesem Kontext gab es dann die Idee, eine Megawave GmbH zu gründen. Das heißt, eine Mediline GmbH, die wir da gegründet haben, oder Megawave GmbH, ich bin da selbst ein bisschen unsicher. Ich aus dem Grunde, weil mir von dieser eigentlichen GmbH nur 8% gehören und ich natürlich überhaupt kein Mitspracherecht habe. Klar, aus formalrechtlichen Gründen schon nicht. Insofern, wie kommt das? Ich meine, wir wollen jetzt nicht zu tief da einsteigen, aber du hast das Ganze erfunden und wieso gehören dir dann von der Firma, die das Ganze vermarkten soll, nur 8%? Das kommt mir jetzt komisch vor. Naja, es ist, ich sag mal, dumm gelaufen damals für mich. Ich hatte damals nicht das Geld, dieses Back-Engineering, diese Leistung, die Peter Feucht ja nicht privat, sondern im Rahmen seiner Firma. Das ist ja alles in die Buchhaltung eingegangen, nicht wahr? Und also bilanziert worden, wie man heute sagt. Da musste es eine Gegenleistung für geben. Also es sind dann insgesamt damals, ich weiß nicht, 300.000 D-Mark Größenordnung aufgelaufen. Gab es eine Rechnung entsprechend für, die von mir aber nie bezahlt wurde, diese Rechnung. Nicht wahr? Dann gab es noch extra Gebühren für die Jahresgebühren, nicht wahr? Als Patent. Jedes Jahr muss das neu wieder nicht nur erteilt, sondern eben
müssen die Jahresgebühren neu bezahlt werden. Also Peter Feucht hat all das ausgelegt. Arbeit bezahlt gekriegt, sondern er hat dafür aber die Rechte an der Firma. Er hat er hat sich damit Anteile sozusagen erworben. Das ist ja und das ist legitim. Und somit waren wir beide schon mal Partner in diesem Sinne, nicht wahr? Und dann haben wir gesagt, alleine schaffen wir es nicht, wir sind beides keine Vertriebsleute, wir suchen uns da ein Unternehmen. Und nichts ist naheliegender, als einen wirklich begnadeten und sehr guten Mediziner zu nehmen, Professor Pries. Und da haben wir eine Firma gegründet und den Professor Pries in die Position des Geschäftsführers gewählt. Nicht wahr? Macht sich auch ganz gut, einen solchen Namen da drin zu haben. Und die Majorität jedenfalls dieses gesamten Pakets, was da noch in dieser GmbH dranhängt, gehörte sozusagen im weitesten Sinne einen Bereich an, den ich nicht so einsehen konnte, ob das Kosmetik ist oder Pharmazie ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Jedenfalls ein Hauptanteil, Hauptaktionär sozusagen, war dann eine Gruppe in den Bereichen, die, wo ich heute sagen könnte, nicht unbedingt vordergründig das Interesse gehabt haben. Die Firma, die dann das Megawave vertreiben sollte, hat nicht nur das Megawave vertrieben, sondern auch noch ganz andere Sachen, die im Grunde damit in Konkurrenz standen. Verstehe ich das richtig? Nochmal? Die Firma, die das Megawave vertreiben sollte, hatte auch noch andere Produkte in ihrer Palette, die im Grunde das ist falsch rübergekommen. Fakt ist, diese GmbH ist mal ganz normale Personen gehabt als Anteile. Mhm. Ich meine, dass ein Professor Pries als Mediziner da reingehört, ist klar. Ein Peter Feucht, der diese Geräte baut, ist auch klar. Ein Dieter Bröers, der die Forschung geleitet hat und die Erfindung gemacht hat, ist auch klar. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer noch die Kaufleute, die sich damit einbringen, die erstmal anonym sind, da weiß man gar nicht so genau, wer ist denn das überhaupt. Die aber das Geld bereitstellen und so weiter und durchaus ernstzunehmende und seriöse Partner sind. Da möchte ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber es hat auf jeden Fall, wodurch auch immer, nicht funktioniert, dass diese Geräte an den Markt kamen. Das heißt, wir hören ja nach wie vor nichts. Das heißt, die waren gebunden, weil es ja eine Firma dafür gibt, aber sie kamen und kamen und kamen nicht raus. Wir kamen einfach nicht weiter mit dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und parallel dazu haben wir uns dann natürlich so unglücklich gefühlt, das kann man sich vorstellen. Klar. Und wir haben uns dann geeinigt und gesagt, wir lösen jetzt diese Firmenstruktur auf, in der Form, dass wir uns selber rausnehmen. Es gibt die Firma noch, nicht wahr? Die Megawave GmbH gibt es noch, aber es gibt eben nicht Herr Brüers und Peter Feucht noch als Teilhaber. Wir haben uns davon getrennt und bauen jetzt eine neue Gerätegeneration auf, die Anfang des Jahres, ich denke es wird April werden, auf den Markt kommen wird. Wie heißt diese neue Generation? Die Namensgebung, da sind wir noch am Basteln. Mhm. Es wird jedenfalls. Wo kann man das erfahren dann? Denn es sind ja viele in den Startlöchern. Wir werden immer wieder angesprochen, was ist denn jetzt und wo kann man denn so ein Gerät kriegen und also, so weiter. Ich gebe die Adresse natürlich bekannt. FM Elektronik Peter Feucht steht natürlich im Internet. Würde man das finden. Ich glaube, bei Google einfach eingeben. Die Seite wird gerade ein bisschen aufgestylt, so ist schöne Vita drauf, wie lange gibt es die Firma und dass das wirklich eine wirklich elitäre, eine eloquente Firma ist, wie man was sagen könnte, wird man dann beeindruckterweise auch erfahren. Dass es nicht irgendeine ist, die sich einfach nur ein Produkt an der Nagel reißt und nicht auf den Markt bringt, sondern die ist gesund gewachsen und hat sozusagen Entwicklung gemacht für die Großen dieser Welt. Und ist den ganzen Weg mit dem Megawave gegangen. Den Peter Feucht hat er ja wirklich. Ein Idealist vom Herrn, vor dem ich wirklich vor allen Dingen das Geld, was er dann auch immer mit reingesteckt hat, das macht einen ganz großen Menschen aus ihm. Und ich habe ihn auch jetzt näher kennengelernt. Er sitzt immer noch auf den Kosten und es wäre auch recht unfair, unmoralisch, einfach zu sagen, nur weil jetzt meinetwegen alte Patente ausgelaufen sind, das ist ja der Fall, die alten Patente sind ausgelaufen, juristisch könnte man sagen, naja gut, dann bauen wir sie eben nach, nicht wahr? Ja, aber unabhängig jetzt mal davon, was ich eben sagte, dass es da also jetzt auch wirklich bedenkliche Aspekte gibt, auf die man zumindest genau achten sollte, ist natürlich auch ein moralischer Aspekt dabei, dass jemand, der es eigentlich gebaut hat und alles investiert hat, von mir soll hier gar nicht die Rede sein, davon gar nichts hat, ist eigentlich unfair. Nicht wahr? Also das ist jetzt aber eine Geschichte, wie man auch immer die Ethik bewerten möchte. Nicht wahr? Er hat nicht nur das moralische Recht im Grunde, jetzt endlich auch diese Geräte, die so lange verhindert worden sind, zu verkaufen, und jetzt, sondern wem das egal ist, er hat auch die Erfahrung und die Geräte funktionieren ohne weglaufende, vagabundierende Begleiterscheinungen. Er hat sich insofern auch
was wirklich auch für mich Geniales einfallen lassen. Er hat nochmal ein extra Patent, von dem ich selber gar nichts wusste, das hat er mir jetzt erzählt, angemeldet, sodass diese Applikatoren, die Spulen, das ist nämlich eines der schwersten Hindernisse, diese 150 MHz tatsächlich nach außen zu bringen. Nicht, dass es ein Radiosender ist und den ganzen Weg hier, das ganze Umfeld um HF-dicht macht geradezu, also stört. So sind das Applikatoren, die aber auch bestimmte Eigenschaften haben in ihren Vorzugseigenschaften der Richtcharakteristik. Also, dass sie nur dass da sie wirken, wo sie auch wirken sollen. Das ist ein wichtiger Bereich und da gibt es extra Patente und die Peter Feucht dann nochmal ausweisen würden. Gar nicht mal als ein cleverer Aspekt, da schütze ich mich jetzt noch für, alles als notwendig erachtet, das nochmal anzumelden, aus einem Grund, die möchte ich hier mal offen lassen. Gut, warum jetzt eine ganz neue Generation sogar noch kommt, also zu dieser, die ja immer noch was gebaut wird, die ganz neue Generation ist deswegen neu, dass sie einen Aspekt mit beinhaltet, den wir jetzt erst erkannt haben, der sehr wirkungsvoll ist und das Ganze sogar noch, ich denke, fast optimieren kann. Und zwar auf die Idee bin ich gekommen schon vor, ich glaube, vor 10 Jahren und habe auch vor 10 Jahren ein neues Patent angemeldet, wo man das alte MegaWave nimmt, nicht das alte Verfahren, und sozusagen in der gleichen Modulationsfrequenz, wenn ich meinetwegen jetzt auf die 150 MHz 8 Hz stelle, moduliere, als elektromagnetisches Signal, nehme ich in der gleichen Frequenz, oktaviert natürlich in dem hörbaren Bereich, ein akustisches Signal, nicht wahr? 8x8 sind 64, wie wir ja wissen, nicht wahr? Den hört man schon, diesen Ton. Und wenn wir den nochmal 8x unterbrechen, hört sich das an. Da kann man jetzt nichts mit anfangen, aber man kann sich schon erahnen, dass da was ganz Besonderes passiert. Und nochmal oktaviert in den entsprechenden Höhenbereich, das auch optisch sichtbar machen kann. Mhm. Nicht wahr? Dass man also diese Dimension, die man bisher gar nicht beachtet hatte, man hat also nur die elektromagnetischen Seiten angeschaut, die ja schon genug machen. Das heißt, man macht das jetzt auch sensorisch erfahrbar. Genau. Genau, so ähnlich, als wenn wir jetzt mit den Omega arbeiten und sagen, ja, das macht ja auch tolle Sachen. Und so würden beide Dinge miteinander vereinbart sein, obwohl das nicht eine Kombination aus Omega ist und dem Megawave, aber im weitesten Sinne kann man sich da was drunter vorstellen. Weil wenn man die Erfahrung von der Omega-CD gemacht hat, der weiß, was das da ja auch noch gibt. So gibt es in der neuen Generation auch die Option, das auch noch mit zu nutzen. Dass hier ganz bestimmte, nicht irgendwie dahergelaufene, willkürliche, welche auch immer, Musik eingekoppelt wird als Modulation, sondern das ist dann tatsächlich eben immer entsprechend der Frequenz, die wir ja ohnehin erfahrungsgemäß einstellen, um meinetwegen zu therapieren. Das ist dann nochmal eine Dimension zusätzlich, die wir da erreichen können. Wir haben durch einen Doppelblindversuch rausgekriegt, bedauerlicherweise nur, es ging eben nicht mehr, mit, ich glaube, 12 oder 13 Personen, also mit N15 wäre das, glaube ich, seriös gewesen. Aber zwar ist mal für uns gedacht und es hat ausgereicht festzustellen, weil es bei allen spürbar war. Also erfahrbar war, nachweisbar war, nicht wahr? Im EEG konnten wir das sehr schön nachweisen, dass der Effekt wirklich in die Richtung geht, dass wir also noch entspannter sind, ja, und noch tiefer in dieses Unterbewusste hineingehen, in den Delta-Bereich und gleichzeitig aber wach bleiben. Ja. Also das ist eine wunderschöne Eigenschaft, wo wir voll bewusst, noch klarer als bisher erkennen können, mein Gott, warum ist das eigentlich so, wie es gerade ist? Und ich glaube, du persönlich hast ja auch schon ich habe ja in Raum und Zeit, in der letzten Ausgabe ist ja dieser Artikel von mir erschienen, wo ich auch ein bisschen schildere meine persönliche Erfahrung. Und ich denke jetzt die ganze Zeit eigentlich auch an eine sehr gute Freundin von mir, der wirklich nur noch Wochen des Lebens vergönnt gewesen sein sollten und die dann eben ein ganzes Wochenende lang nicht das ganz neue Gerät, was ja erst im nächsten April kommt, aber das Gerät der letzten 15 Jahre zur Verfügung hatte. Das wurde ihr zur Verfügung gestellt von Elisabeth Seufert und die also dieses Wochenende mehr oder weniger durchgeweint hat und in ganz tiefen Kontakt kam mit ihren Charakterstrukturen, die sie aufgebaut hatte und die ursächlich mit diesem Krebs zusammenhingen und die jetzt eben, das ist jetzt also bestimmt schon ein Dreivierteljahr her und es geht ihr besser, sie reist wieder und arbeitet wieder und das war eine so tiefgreifende Umwälzung und ich erinnere mich daran, sie hat mich angerufen und also sozusagen ist so ungefähr durchs Telefon geflossen, was es mit ihr gemacht hat und sie war vollkommen aufgelöst im besten Sinne, weil nämlich all das, was sie sich an Härte und an Panzerung zugelegt hatte, sich da aufgelöst hatte. Und ich finde es natürlich sehr spannend, wenn man in Zukunft dann bei der neuen Generation
dann auch durch diesen akustischen und visuellen Eindruck noch klarer das wahrnimmt, was es eigentlich macht, dass es eben nicht vorhandene Dissonanzen irgendwie heile schwingt, sondern wirklich mit unserem auf der Bewusstseinsebene ansetzt. Wenn ich noch ganz kurz jetzt was dazu sagen darf, für mich ist es jetzt ganz beeindruckend gewesen und wahrscheinlich auch für viele Zuschauer, so genau will man das ja eigentlich gar nicht wissen und wolltest du das wahrscheinlich auch alles gar nicht wissen, was für Mühsal damit verbunden ist, wenn man einfach eigentlich eine absolut geniale Idee hat oder Eingebung und schafft es, die umzusetzen und denkt, super, die Wirkungen sind toll, jetzt kann es losgehen. Und dann vergehen 20 Jahre und es passiert überhaupt nichts. Ein Stolperstein nach dem anderen, immer wenn man denkt, man hat es geschafft. Ja. Also das macht für mich auch nachvollziehbar, wie riesig deine Frustration auch sein muss in diesem Bereich und die von Peter Feucht und den anderen, die daran nun die ganze Zeit mitgearbeitet haben. Wie hält man das aus, Dieter? Also, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir erklären, weil durch meinen geistigen Überbau soll heißen, ich bin davon überzeugt, dass es da noch was anderes gibt als diese Welt, so wie wir es hier wahrnehmen. Wer meine Bücher gelesen hat, weiß, worauf ich da hinaus will. Also ich sehe mich im Grunde genommen, ich sage das mal ein bisschen pathetisch, aber im Dienst einer Mission. Denn ich darf ja oder möchte ja noch mal erinnern, und dass die Eingebung dieses Patentes bei einer ganz trivialen Handlung, das war wirklich beim Zähneputzen 1980, erfolgte. Also was auch immer da Eingebung war, hat mir niemand ins Ohr geflüstert. Das wiederhole ich und betone ich immer. Aber mir war auf einen Fall, während des Putzens, das war noch so ein Alpha-Bereich, ich war noch gar nicht so ganz wach, nicht wahr? Also so im Halbschlaf putzte ich so ganz monoton und Zähne. Auf einmal habe ich das ganz klare Bild gesehen. War das so? Ich habe nämlich vorher ja probiert, die Geräte von Dr. Ludwig, diese Magnetfeldtherapiegeräte, Effekte zu verifizieren, um zu sehen, gibt es da überhaupt Reaktionen drauf, wo man eine Statistik aufbauen kann. Das war die Ausgangslage. Und ich habe da nichts so Richtiges gefunden, nicht wahr? Und dann war ich frustriert, weil ich wusste, wenn dieser Auftrag jetzt zurückgewiesen wird, dann habe ich da wenig von, also Spesen nichts gewesen. Und dachte ich, wie kriege ich diesen Versuchsaufbau so hin, dass man da vielleicht doch was rauskitzeln kann? Und während, das war so der Hintergrund, und während dieser Aktion, ich war schon 6-8 Wochen dabei, diese Aufgabe nachzugehen mit einem Biologen zusammen, und dann ist mir auf einmal diese Vision gekommen, dieses Bild gekommen, völlig klar, koppelt es, macht es genau umgekehrt. Nehme die Oberwellen, die aus diesen niederfrequenten Magnetfeldtherapiegeräten kommen, ich war durch das Anstiegsverhältnis, kamen sehr viele Oberwellen raus, die ich noch im UKW-Bereich messen konnte, und da war das so, so scharf, so deutlich, dass ich gedacht habe, das musst du einfach machen. Aber sofort widerrufen und gesagt, hey, doch wenn noch andere auch schon auf die Idee gekommen, wer bist denn du? So einfach kann es doch nicht sein. Und letztlich, auf der einen Seite war es so einfach, es hat wirklich sofort funktioniert, es war ein Volltreffer, denn immerhin muss man da mal die Zahl kriegen, warum 150 Megahertz? Ich hätte ja da Empirie walten lassen müssen normalerweise. Also du hättest alle einiges durchprobieren können. Und das dauert Jahrzehnte, wenn nicht länger sogar, weil man alle Variablen ja noch mit reinlegen muss, die Modulation, die Intensitäten. Also das war ein Volltreffer. Und damals konnte man mit dieser Frequenz auch gar nichts anfangen. Und gesagt, ja, um Gottes Willen, die findet man noch im ganzen Körper nicht. 10 Hertz findet man. Man findet das Frequenzspektrum physiologisch, das weißt du bist ja Biologin, im 0,5 Hertz Bereich bis sagen wir mal 80 Hertz. Die Retina löst, glaube ich, mit, ich glaube, 36 Hertz auf. Also in der Chronobiologie gibt es Rhythmen um die 200, glaube ich, bekannte erfasste Rhythmen. Aber bei 140 Megahertz war nichts. Das hat sich ja viel jetzt später. Ja. 20 Jahre, 25 Jahre später hat das Virchow-Krankenhaus rausgekriegt und heute ist das als Standard und man hat es gemessen, dass tatsächlich eine menschliche DNA eine Wellenlänge, also integralisiert eine Wellenlänge von 2 Meter hat und damit eine Grundfrequenz von 150 Megahertz entspricht. Mhm. Also de facto eine Resonanz zur DNA. Also das hat mir schon mal nachträglich eine Gänsehaut verpasst. Ja. So, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann mir das nur so vorstellen, Es ist das Produkt einer Eingebung. Ja, und somit ist es auch etwas, wo ich sage, wer auch immer mir das eingespielt hat, mache ich es mal so in der Formulierung, ist etwas, der sich da bei oder Entitäten oder vielleicht mal höher selbst, mit einer Absicht. Mhm. Und die Absicht war eigentlich relativ klar erkennbar, der Hintergrund, als ich gesehen habe, was das Gerät wirklich kann. Und das macht es dann ist wirklich schmerzhaft, wenn man dann sieht, da ist wirklich was, was den Menschen helfen kann. Und dir wird also alles in den Weg gelegt. So, und ich habe es aber nur sozusagen überstanden.
weil ich mir immer gesagt habe, irgendwie muss da auch so seine Berechtigung hinter sein und irgendwann löst sich das auf. Und das habe ich immer gefühlt. Ich habe keine richtigen ratio-befriedigende Argumente gehabt, die mir das hätten darstellen können, rechtfertigen können, den Schmerz über diese vielen Jahrzehnte und immer die Beleidigung. Ich meine, die Charlatanerie wurde mir ja schon vor 20 Jahren um den Kopf geschmissen. Und das hat eigentlich gar nicht aufgehört. Und auf der anderen Seite steht dann sowas da. Und ich fühle das jetzt ganz deutlich. Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt kann so ein Gerät wirklich auf den Markt kommen. Ach, Gott sei Dank. Die Zulassungen sind alle da, das Gerät hat jetzt die Stabilität und die Menschen sind offen dafür. Und das wäre meine Erlösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das würde dich dann auch freisetzen, deinen Weg weiterzugehen, ja, anstatt immer nur gegen diese ganzen Widerstände anzukämpfen. Ja. Ja. Also freuen wir uns April auf den nächsten April, hoffen, dass es dann klappt. Und wenn es dann nicht ganz klappt, weil es doch noch Mai wird, dann ist es auch so. Aber du bist jetzt im Grunde auf der Zielgeraden. Und diese Patente sind eben nicht in erster Linie veröffentlicht worden von dir, weil es so einfach ist, sondern nur um zu zeigen, hallo, das Gerät gibt's wirklich, ja, und es funktioniert auch so. Ja. Aber damit es gefahrlos therapeutisch benutzt werden kann, da hast du ja jetzt ausführlich geschildert, was es da alles für, genau, Schwierigkeiten gibt, zusätzlich zu den formalen und rechtlichen Bedingungen, die berücksichtigt werden müssen. Und es kommt auch noch hinzu, diejenigen, die es erfunden haben und die die ganze Entwicklung geleistet haben, sollten letzten Endes doch auch noch was davon haben. Dieter, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und drücke alle Daumen und Zehen, die ich habe, denn ich habe die Wirkung des Vorläufergerätes ja am eigenen Leibe und in meinem Umfeld wirklich als sehr, sehr segensreich bereits erfahren. Und das bestätigen auch eigentlich alle, die mal die Chance hatten, dass es wirklich beeindruckend ist, diese Wirkmächtigkeit, wie du das immer so sagst, zu erleben. Ja. Vielen Dank und alles Gute und viel Erfolg. Und jetzt wird's klappen. Du möchtest noch was sagen? Darf ich noch? Ja, klar. Ich habe hier vor auf dem Tisch liegen drei Artikel. Es ist eine Serie von einem Ärzteblatt, nicht wahr? Komet. Und da sind jeweils Artikel drin von mir. Und wer die liest, erkennt zum Beispiel den Wirkungsmechanismus. Das ist eigentlich ein Verfahren. Die sind jetzt ganz neu. Die sind ganz neu. Das ist die neueste Ausgabe dieses Ärzteblatts. Komet, wir können es nochmal einblenden, vielleicht sieht man das sonst eigentlich ja, besser. Aber da ist dieser gesamte Erklärungsbereich dabei. Und vor allen Dingen, vielleicht doch noch darauf hingewiesen, wer meine Seite anklickt, die Dieter Bröers Seite sozusagen, wird also da demnächst auch einen Button finden, wo man Peter Feucht FM Elektronik dann sofort weiterfinden kann. Auch die Patentsituation, das ist sozusagen eine neue Patentanmeldung gibt, die vor 10 Jahren schon erfolgte, mit diesem neuen Gerät, das da geben wird. Und natürlich, das alte ist deswegen nicht unwirksamer, im Gegenteil. Also das macht das, was es macht, so wunderbar, dass es da eigentlich schon gar keine Verbesserungs... Es kommt ja nur diese visuelle und auditive... Das kommt noch hinzu, ja. Das ist dann auch noch ein entspannter, ja, Zustand, Verbesserung im Sinne des Entspanntheitsgrads und des Wohlbefindens. Mhm. Das macht es einfach nochmal angenehmer. Okay, also Komet lesen und alles verstehen. Vielen Dank. Ich danke auch.